Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem Freitagsblabla. Oh mein Gott, wie lange habe ich schon kein Freitagsblabla mehr gemacht? Und ich habe mir diesmal überhaupt keine Themen vorher überlegt. Ja, wie ihr unschwer wahrscheinlich erkennen könnt, ich habe gerade eben vorher die Hülle, die ihr schon gesehen habt, abgedreht und ich bin gerade immer noch so ein bisschen, ich habe gerade Wäsche in die Kamera gehalten, oh mein Gott. ja. Und habe immer noch irgendwie furchtbar schlechtes Gewissen und oh ja, bei mir war im letzten Jahr so viel los. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, was ich euch davon erzählt habe und was nicht, weil so manche Dinge einfach auch sehr privat die Familie von meinem Mann betreffen. Und ja, einige Dinge halt auch einfach zu meinem anderen Hobby, dem Spielen und der Community dort gehören. Und gerade in der Community dort mache ich viele Dinge, über die ich so nicht einem gegenüber reden kann, weil ich halt gern so Hintergrundarbeit mache, wovon nicht jeder weiß. Ich stehe auf keines, ich muss alles wissen. Ist ganz schlimm. Und ja, irgendwie stehe ich dann immer da und sage, ich bin total beschäftigt, ich mache so viel und darf kein sagen was. Ja, schön, dass wir drüber geredet haben, ne? ja. Ich denke aber, das wird jetzt auch wieder besser. Ich meine, wir haben jetzt wieder besseres Wetter, das heißt, wir gehen auch häufiger raus. Das heißt, ich kann auch mal wieder schönere, abwechslungsreichere Videos machen, weil ich muss auch gestehen, irgendwie verliert man auch die Lust, so oft Follow Me Arounds oder Freitag-Blablas oder sowas zu machen, wenn man das Gefühl hat, man macht jedes Mal dasselbe. Also ich finde auch so meine letzten drei Follow Me Arounds, ich finde das toll, dass ihr das immer so mögt und so, aber für mich ist es irgendwie immer dasselbe. Und ich würde gern viel interessanter und toller und ja, aber ist halt nicht so. Und ja, das letzte halbe Jahr war irgendwie langweilig, anstrengend und wir waren halt immens viel krank. Also ich glaube, ich habe seit Oktober letzten Jahres hatten wir wenig bis keine Wochen, wo nichts irgendjemand krank war. Aber so ist das halt mit kleinen Kindern, ne? Bila Wichtelgruppe hat sich eine Infektion nach der anderen geholt. Denn wenn der mal durch war, dann waren halt Benz und ich dran und Carsten zwischendurch bringt halt auch mal was mit von Arbeit. Dann war halt beruflich bei ihm auch relativ stressig, wobei sich das jetzt alles wieder eingegliedert hat. Wir müssen nur endlich mal gucken, dass das mit diesem ganzen Gekränkle aufhört, weil das ist echt ein bisschen ja auch beruflich doof. Dann hatten wir einen Trauerfall, auf den ich nicht näher eingehen will, weil es wie gesagt nicht nur meine Privatsache ist, sondern auch andere Menschen betrifft, aber das ja, hat dann schon mitgenommen, es hat vor allem auch viel Arbeit mit sich gebracht und auch jetzt ist das Thema immer noch nicht abgehakt, weil ja, Bürokratie in Deutschland, sag ich nur, das ist alles nicht so einfach. Dann, ja, so diese ganzen anderen Projekte, die ich jetzt wieder angegangen bin. Ich habe kurz, nachdem ich Benz auf die Welt gebracht habe, eigentlich so alles, was ich bis dahin gemacht hatte, erstmal niedergelegt in meinem zweiten Hobby, dem Spielen, um halt erstmal Ruhe für die Familie zu haben. Und habe jetzt aber irgendwie wieder immens viel angefangen. Ich merke halt aber auch selber, dass ich das brauche, ne? Also ich brauche auch so dieses YouTube-Machen und das mit euch und alles, weil das ja, mich gedanklich fit hält, weil ich das Gefühl habe, was zu tun, wo ich bei denken muss. weil Kinder sind prima, ja, aber wenn ich mit Bela oder Ben spiele, hat das jetzt nicht unbedingt die große geistige Herausforderung. Ich male, ich spiele, ich habe Spaß mit denen, ich habe da Fantasie bei, natürlich, lässt sich alles nicht abstreiten, aber es ist halt nicht besonders anspruchsvoll. Und das fehlt mir halt, wenn ich sowas nicht mache. Und irgendwie bin ich mit so viel Enthusiasmus an die Sache rangegangen, dass ich mich dann in den letzten ein, zwei Monaten ganz schön verzettet habe und hier und da dann auch mal was zu kurz kommt, weil ich mir denke, verdammt, ich muss das jetzt machen und ich muss das jetzt machen. Und ja, dann bleibt eine Review mal eben ein halbes Jahr liegen. Ich habe auch noch eine andere, die ich bald machen muss, aber ja, da muss ich mich erstmal kümmern, dass ich die machen kann. Weil
erzähle ich euch jetzt auch. Ich habe einen Windeleimer getestet. Ich dachte früher immer so, was braucht man nicht, das ist voll doof. Und ich muss sagen, ich bin echt überzeugt von dem mittlerweile. Ich möchte nicht mehr ohne Windeleimer. Aber wir haben vergessen, Kartuschen neu zu kaufen. Und ich habe letztens die letzte, die mir da mitgeschickt wurde, aufgebraucht und erst danach festgestellt, verdammt, ich muss doch die Riffel drehen, jetzt habe ich keine Kartusche mehr, so ein Blödsinn. Ja, jetzt werde ich mir Kartuschen bestellen und dann kommt ganz bald die Review. Und dann schreibe ich denen auch, dass es mir furchtbar leid tut, dass sie so lange warten mussten. Und jetzt bin ich dann so ein bisschen in Stress und Panik geraten. Wer weiß, wenn ihr dieses Video seht, ist es vielleicht schon soweit. Ich stehe kurz davor, 1000 Abonnenten zu haben. Er macht mich fertig. Er macht mich echt fertig. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, ich vernachlässige YouTube, also diesen Kanal, immer mehr. Weil ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht. Hau ab und an was raus, wenn ich mich wieder daran erinnere, dass ich was machen muss, so in etwa. Und dann gucke ich auf meine Abonnenten und sehe in den letzten Wochen immer wieder, ich krieg neue. Ich habe doch nicht mal ein Video pro Woche gemacht. Wo kommen die her? Also, ich freue mich, nicht falsch verstehen, aber es setzt mich so ein bisschen unter Druck, weil dann haben wir jetzt bei 1000 Abonnenten und da muss ich ja was Besonderes machen und ich bin so bla, ich explodiere so da drin irgendwo. Und ja, jetzt habe ich heute mal bei 997 Abonnenten ist das erste Mal geschafft, ein, zwei Leute anzuschreiben, um die zu fragen, ob sie Bock haben, mit mir was zu machen. Also nicht andere YouTuber, sondern ich möchte eigentlich ein Ich möchte eigentlich eine ganz nette kleine Verlosung machen. Aber ich möchte was Besonderes dafür haben. Und da habe ich jetzt ein, zwei angeschrieben und bin ganz gespannt, was die antworten. Aber ich möchte dazu noch nicht mehr sagen und auch nichts versprechen, weil ich halt nicht weiß, ob das klappt. Und privat aus eigener Tasche kann ich eigentlich momentan nicht. Ja. Und ich habe keine Idee, was ich sonst Besonderes machen könnte. Obwohl, mir kommt gerade einer. Ha. Naja. Bis ich die Idee umgesetzt habe, habe ich wahrscheinlich schon. Ja, egal. Mal gucken. Vielleicht kriege ich sie umgesetzt. Das wäre cool. Dann, was gibt's denn sonst noch? Ihr merkt, ich bin total konfus. Freitagsvlogger halt. Diesmal total unvorbereitet. Ja, Ostern hat ein ganz schönes Loch in meine Wie werde ich fit-Reihe gerissen. Ich glaube, das nächste Video dauert ein bisschen. Ich muss wenigstens weniger wiegen wie im letzten Video. Ich habe über Ostern 1,2 Kilo zugenommen. Ja. Und dann habe ich jetzt erst wieder 700 Gramm davon weg. Aber ich mache wieder Schritt. Bin schon bei Tag 7 jetzt gerade. Wenn ihr das Video seht, hoffentlich weiter. Ihr seht es am Freitag. Was haben wir heute? Dienstag. Das heißt, wenn ihr das Video seht, bin ich bei Tag 10. Dann mache ich ab morgen Level 2. Und ja, ich habe Hoffnung, dass nach den 30 Tagen Shred ich vielleicht schon daran denken kann, bald eine 7 vorne stehen zu haben. Das wäre geil. Das wäre so geil. Wir passen eh momentan auch wieder so ein paar alte Sachen. Beziehungsweise habe ich letztens festgestellt, ich habe so eine Dreiviertel Sommerhose. Für den Sommer übrigens. Die ist mir schon zu groß. Ja, das heißt, wir müssen irgendwann im Mai sowieso auch für Bela Sommerklamotten kaufen. Und dann werden wir wohl mal wieder zum Primark fahren. Damit ich ein paar günstige Sommerklamotten für mich kaufen kann. Und wir Bela mit ein paar Sommerklamotten eindecken können. Und für Benz brauchen wir nicht wirklich was. Haben wir mehr als genug. Höchstens ein paar Spieler, so Einteiler halt. Finde ich immer ganz schön. Und die vom Bela damals sind größtenteils schon ziemlich abgewrackt. Er hat halt viel getragen. Ja. Was könnte ich euch noch erzählen? Eigentlich habe ich schon genug erzählt, oder? Gibt es denn so Dinge, die ihr ganz dringend wissen wollt zurzeit?
weil ich bin ideenbefreit. Ich habe zu viele Sachen, an die ich denken muss. Und dann sitze ich wie ein Auto, gucke meine Kamera an und denke mir, was könnte ich denn demnächst machen? Ja, so ist das. Ja, auf jeden Fall folgen dann auch demnächst wieder ein paar Follow Me Arounds. Und wenn das klappt, ich hoffe sehr, gibt es im Mai, machen wir noch einen Ausflug in einen Zoo mit ein paar anderen Mädels, die euch durchaus bekannt sind. Und ich werde da mal, also ich tue das hier an dieser Stelle, ihr wisst, wen ich meine, ihr fühlt euch bestimmt angesprochen, liebe WhatsApp-Muttis. vielleicht kann ich da dann auch meine Kamera mitnehmen. Und ja. Ich weiß nicht mehr, was ich euch noch erzählen soll. Ich finde euch furchtbar toll. Ich fühle mich auch von euch eigentlich nicht unter Druck gesetzt, aber ich setze mich jetzt selber unter Druck, weil ich jetzt weiß, verdammt, 1000 Abonnenten. Ich muss mir auf diesem Kanal wieder ein bisschen mehr in den Hintern treten. Und ich muss irgendwie schaffen, meinen Alltag ein bisschen zu gliedern, dass ich weiß, wann ich was mache. Genauso möchte ich aber natürlich auch meinen neuen Kanal jetzt zum Laufen bringen. Ich meine, ich mag dieses Spiel. Ich liebe diese Community und ich vergöttere meine Steffi Maus. Fertig gegrüßt, Schatz. Und ich will einfach mit diesem Projekt viel Zeit verbringen, weil es mir Spaß macht und weil man sich da auch so richtig austoben kann, ohne dass ich in dem Moment einfach nur eine Mutti bin. Wisst ihr, was ich meine? So nach jetzt gefühlten 3 Jahren Elternzeit, auch wenn ich zwischendurch arbeiten war, komme ich so langsam an einen Punkt, wo ich auch wieder was anderes sein will. Und das bin ich da. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Weil mehr fällt mir gerade tatsächlich nicht ein. Und irgendwie tut es mir auch leid, weil es ist, glaube ich, ein sehr untypisches Freitagsblabla von mir. Ich bin nämlich irgendwie total konfus die ganze Zeit und laber wahrscheinlich total wirr. Aber eigentlich bin ich so. ja. Bis bald.